Zurzeit streiken die Lokführer. Sie streiken für bessere Arbeitsbedingungen, aber auch dafür, dass der Staat endlich seiner Verantwortung nachkommt und die öffentliche Infrastruktur tatsächlich funktioniert. Weil wir gerade beim Thema öffentliche Infrastruktur und Mobilität sind. Seit dem 10. Dezember 2023 gilt der neue Fahrplan der BVG. Und statt die Außenbezirke wie Marzahn-Hellersdorf ordentlich anzubinden, sind gerade hier die wichtigsten Buslinien ausgedünnt worden. Gleichzeitig träumt der Berliner Senat von einer Magnetschwebebahn durch die Innenstadt. Das ist verkehrspolitischer Unsinn. Ich erwarte, dass die ausgedünnten Buslinien auch in Marzahn-Hellersdorf dafür sorgen, dass man in die Innenstadt kommt, zum Arzt und die Schülerinnen und Schüler zur Schule, aber auch jeder, der an Kultur teilnehmen will, die Möglichkeit hat.